So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ultra Mond. Wir sind hier noch immer in diesem klitzekleinen Versteck und gehen jetzt wieder zurück zur Lily, beziehungsweise wir gehen da gleich in den Canyon rein. Genau, so hieß er da. Und wie es aussieht, warten da jede Menge von diesen, wie hieß er nochmal, Dorfältester oder wie hieß der nochmal, von diesem Seevolk, der Anführer des Seevolkers, der jetzt auf einmal wieder ein Veteran ist. Hätten sich da nicht einfach irgendwie einen anderen Sprite überlegen können? Aber gut, wer bin ich, dass ich Game Design von Game Freak kritisieren würde? Ein Niemand, Mesdames et Messieurs. Von dem her, lass mir das einfach und kritisieren es gar nicht. So, ich wechsle zusammen über, da ich keine Lust habe, mit unserer guten alten Ursula eine Psychoattacke abzufangen. Und ich habe Ursula, diesen Toxikum. Oh, verdammt, macht das viel Schaden. Dieses Toxi-Dings da gegeben, wo also in den Z-Kristall vom Typ Gift, damit wir da auch mal die Z-Attacke sehen. Ist jetzt nicht zum Einsatz gekommen, weil ich wie gesagt keine Psycho-Attacke tanken wollte, aber das werden wir definitiv noch irgendwann sehen. So, Barnett ist jetzt auch nicht das schnellste Pokémon, von dem her sollten wir eventuell sogar jetzt Chance haben, es auszuspeeden und mit einer Schattenfessel wegzufetzen. Oder auch nicht. Na gut. Wir haben kein Normal-Pokémon, oder? Nee, wir haben nicht wirklich ein Normal-Pokémon, aber... Na komm, wieso nicht? Schicken wir Ursula rein. Geisterattacken soll sie ganz okay tanken. Und dann schauen wir mal, was wir gegen Barnett selbst anrichten können. Phantomkraft ist eigentlich... Also es sieht vor allem richtig, richtig cool aus, finde ich so. Von dem her, Phantomkraft, richtig coole Attacke. Und jetzt bin ich ein bisschen... Finde ich es ein bisschen schade, dass... er wird wahrscheinlich nochmal auf Phantomkraft gehen, oder? Ja, perfektissimo. Schön Phantomkraft predicted und schöne Genesung rausgehauen. Jetzt muss ich ehrlich gesagt zugestehen, dass ich... es lieber hätte, wenn ich doch diese den Z-Kristall für die Wasserattacken hätte, damit ich da mit Aqua-Durchstoß mehr Schaden anrichten kann, aber sollte vielleicht trotzdem kein Two-Hit-Kill werden. Ah, super. Okay, predicten wir nochmal den Aqua-Durchstoß, Phantomkraft. Wow, das ist ja mega das tolle Matchup, also das ist ja sensationell, denn mit dem Messier, von dem her, bleibt uns halt nicht anders übrig, als immer eine Runde Phantomkraft abzuwarten und dann mit Aqua-Durchstoß ein bisschen Schaden anzurichten. Und leider müssen wir dann nochmal das gleiche machen. Und wird er jetzt irgendwann etwas anderes machen als aus Phantomkraft? Also unser Best Play ist halt immer wieder Genesung. Ob er jetzt Phantomkraft einsetzt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Dadurch, dass Phantomkraft wahrscheinlich seine stärkste Attacke ist, wird er uns mit seinen anderen Attacken nicht mehr Schaden anrichten. Und deswegen, wie gesagt, ist einfach Genesung the way to go. So, erstmal ein Gift-Trieb raushauen. Vielleicht hätte ich besser Toxin in der zweiten Runde einsetzen sollen mit Ursula. Aber gut, ich konnte ja nicht wissen, wie viel Schaden Aqua-Durchstoß anrichtet. Und jetzt haben wir mal, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, Gift-Trieb eingesetzt. Ja, das, so bin ich. Netter Typ, der ab und zu mal einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen, andere Attacken reinstreut, damit doch nicht ganz so langweilig wird. Weil ich denke nur an euch, Mesdames et Messieurs. So, Habe ich mal Schollo irgendwo auf einem dieser Steuerkreuzplätze gelegt, weil wie es aussieht, brauchen wir hier Mascholo. Na gut, wir werden, was rede ich, Mascholo, Maschomai, oder Machomai. Ich weiß noch immer nicht, nach all den 5 Milliarden Jahren weiß ich noch immer nicht, wie man das ausspricht. Machomai oder Maschomai? Wie spricht ihr es aus? Eigentlich spricht es immer Machomai aus. Aber ich denke irgendwie immer, dass es Maschomai heißt. Wieso auch immer. Je ne sais pas, mesdames et messieurs. Schön den Tiefschlag predicted. Weil ich halt ein Profi bin, was soll ich sagen? Wir können jetzt natürlich nochmal einen Tiefschlag predikten und auf Toxin gehen. Aber wir wollen natürlich den Z-Stoß vernichtender Säureregen sehen, weil das sieht ziemlich vernichtend aus. Und außerdem setzt er gar keinen Tiefschlag ein. Wollte ich auch nochmal gesagt haben. Aber jetzt erstmal, let's go! Schauen wir mal, wie der tanzt. Wow, wir sind gefährlich. Wir sind wie eine Schlange. Wir beißen zu. Zack, 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 zarab. So, zap, zarab. Das erinnert mich so an eine Person, die ich privat kann. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schau. Sieht doch ganz nett aus. Wow, sogar One-Hit-KO. Okay, wir sind ein bisschen overleveled. Deswegen wahrscheinlich. Ja, aber... Also, es sieht halt nicht so spektakulär aus, aber ich finde...
Ja, passt das wirklich? Wie hieß es nochmal? Es ist sogar Säure der Regen. Nee, dann passt es ja gar nicht mal wirklich so sehr dazu. Ah, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen immer unschlüssig, wie ich die Attacken. Hä? Hier gibt's Pokémon. Ach so. Ich dachte. Irgendwie war ich jetzt völlig überrascht, dass es hier Pokémon gibt. Wieso? Stimmt, das ist eine Art Höhle, also es ist ein Canyon, aber wir sind ja wie in eine Höhle reingegangen. Von dem her, wieso soll es hier keine Pokémon geben? Aber trotzdem, irgendwie war ich überrascht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich war überrascht. Oh, erstmal Tauros benutzen, um hier durchzucrashen. So, und dann müssen wir wieder hier. Ah, wir hätten. Ah, ich hätte auf Tauros schon A drücken können. Okay, egalissimo. So, holen wir uns hier das Ding. Protein, ja. Und jetzt können wir wenigstens, ohne nochmal durch das Loch kriechen zu müssen, hier runterspringen. Das wird ganz nett gemacht, muss ich sagen. Dass man auf dem Rückweg wenigstens nicht wieder da den ewig langen Weg gehen muss, aber... Na gut, sei es jetzt drum. Rokara! Bonjour, Madame, wie geht es dir? Oh ja, du willst nicht, dass ich dein Gender assume, deswegen hast du gar nicht erst ein Gender. Kannst du mich mal bitte gehen lassen? Antikraft sieht eigentlich auch ganz cool auf, merke ich dazu, mit den ganzen Fossilien, die da aufgewirbelt werden und dem Gegner entgegengeschleudert werden. Sieht eigentlich ganz nett aus. Sieht eigentlich alles ganz nett aus. Obwohl, es gibt gewisse Attacken, die in dieser Dreidimensionalität cool geworden oder geblieben sind, also die wirklich cool aussehen, aber es gibt auch wirklich Attacken, die meiner Meinung nach einfach nur richtig beschissen aussehen. Wie zum Beispiel, Schaufel. Ich finde, Schaufel sieht wirklich bescheuert aus. So, ich mache mal eine Genesung, weil ich glaube, er wird mich... Ja, okay. Er will mich nicht mal fliehen lassen. Aber ich habe gedacht, dass die Flucht sowieso scheitert und er mich angreifen würde. Deswegen wollte ich mich einmal genesen. Um mich mal so ein bisschen zu recoveren und dann versuchen zu fliehen. Jetzt müssen wir aber leider kämpfen, was ich eigentlich ungern mache. Aber gut, kann er mich irgendwie überhaupt angreifen? Also, wahrscheinlich hat er Dunkelnebel, hier Horrorblick, dann Kung-Fu-Strahl und Superschall, ja. Das sind die Attacken, die es drauf hat. Und dementsprechend, Gift-Shock hat es auch. Okay, da habe ich jetzt nicht so die Angst davor. Oh, das hat ja fast sogar ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Schaden gemacht, aber nur fast. So, ui, dankeschön, Ursula. Du bist tot, du bist Korall. Du bist Korall? Du bist Korall, weil du Korallen frisst. Deswegen wird sie zur Korall, die gute Ursula. Ich sollte mir vielleicht überlegen, ein anderes Pokémon an erster Stelle zu legen. Ich habe keinen Bock, jetzt die ganze Zeit gegen wilde Pokémon kämpfen zu müssen. Ja, ich schau mal ab. Wenn mich das nächste Pokémon nicht fliehen lässt, dann werde ich erstmal Cruella an die erste Stelle setzen, damit wir ein schnelles Pokémon an der ersten Stelle haben und somit dann auch schneller wegkommen. Okay, Sandame, das wissen wir ja, ist, dadurch, dass wir selbst einen Sandame haben, ist Eis-Stahl. Was ist Wulona? Das ist wahrscheinlich auch Eis. Und ist es dann noch Feuer? Nein. Das wäre cool, wenn es Eis-Feuer wäre. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Schauen wir einfach mal. Aqua-Durchstoß auf Wulona. Und dann machen wir mit Eisigel einen Eisschädel. Und dadurch können wir gleich sehen, ob sie Zauberschein. Ist sie Eis? Ist Zauberschein? Was ist sie denn? Eisfee? Das ist sehr effektiv. Also Eis. Feuer ist sie auf jeden Fall nicht. Sie ist auf jeden Fall nicht Feuer. Was ist sie dann? Mauern? Eis. Na gut, es könnte alles Mögliche sein. Giftfalle. Nee, das hast du schon versucht, das Castella zu lernen, wollte ich dir nicht beibringen. Jetzt bringe ich es dir auch nicht bei. So, er hat noch Schlitzer, okay. Das ist alles okay. Aqua-Durchstoß. Aha. Macht nicht wirklich viel Schaden. Ah, es hagelt, deswegen. Haben wir gefragt, wieso nehmen wir Schaden? Okay, dann würde ich sagen, weil wir Aqua-Durchstoß eh nicht so gut gebrauchen können, heile ich mich erstmal mit Ursula und Eisigel sollten eine neutral effektive Attacke. Auf Sandama drauf. Ging jetzt unser Eisenschild daneben? Habe ich das richtig gesehen? Das ist doch ein Witz. Ich habe es richtig gesehen. Es ist daneben gegangen. Ich wollte nochmal fragen, habe ich das wirklich richtig gesehen? Und ja, ich habe es wirklich richtig gesehen. Toxin, hey, am Ende denke ich mir immer, Toxin wäre wahrscheinlich der bessere Play gewesen, wenn ich es von Anfang an eingesetzt hätte. Aber ich kann es gar nicht einsetzen, weil es ist ja vom Typ Stahl. Also, ich weiß es, die Fähigkeit da haben kann, Eisschleier oder wie das auch immer heißt, damit die Initiative im Eissturm steigt. Nicht die Initiative, sondern der Fluchtwert. Aber, dass jetzt jede zweite Attacke daneben geht, ist
Also das ist gar nicht mal so toll, muss ich zugeben. Also es hat wirklich jede zweite Attacke. Was ist denn los? Okay, dann nochmal Arco-Durchstoß. Und dann nochmal greifen wir einfach mit Eissperr an. Weil das wieder Abwechslung wird. Ja. Also tut mir leid. Tut mir leid. Wie sehr steigt denn der Fluchtwert? Um 100% oder was? Es ist halt wirklich jedes Mal... Also natürlich, ich will mich jetzt nicht megamäßig darüber aufregen, aber... Ja doch, doch, ich will mich darüber aufregen, weil ich finde das einfach nicht okay vom Spiel. Ich fühle mich verarscht. Spiel, was habe ich dir angetan, dass du mir das antust? Ich war eigentlich nett zu dir, also... Ich weiß nicht, okay. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Oh, hier hätte ich ihn ausweichen können. Ja, super. Danke dafür, liebes Spiel, das habe ich jetzt auch rausgefunden. Okay, jetzt entscheidet sich. Rokara, du bist ein nettes Pokémon. Ich bin ein nettes Pokémon. Ich will dich nicht töten. Du willst mich nicht hier festhalten. Tatsache. Okay, danke schön. Ihr müsst einfach nur reden. Ihr müsst reden. Sei es mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin oder... Das ist ein Wegweiser. Moment. Achso, nee. Ah, das ist der Rückweg. Ich habe jetzt gerade gedacht, wann komme ich jetzt eigentlich dahin, um den Felsen da zu verschieben? Aber das, damit ich auf dem Rückweg das schneller hinbekomme. Sind wir hier noch immer in... Das sieht ganz cool aus hier. Da sind wir hier noch immer in Wildnis, so dass Pokémon uns begegnen können? Wahrscheinlich schon, oder? Ne, hier... Vielleicht nicht. Wir sind hier außerhalb der Höhle. Dann schaue ich mich hier erstmal um. Ja, deswegen gibt es hier auch Grasbüschel. Ich schaue mich erstmal, wie gesagt, ein bisschen um. Ich will natürlich jetzt nicht sofort zum Ziel gehen, sondern mich erstmal ein bisschen umsehen. Ne, ihr versteht, was ich meine. Natürlich versteht ihr, was ich meine. Oh, Miniras. Hallo, du süßes kleines Ding. Das hat ein Herzen auf dem Kopf. Es mag uns. Es mag uns ganz gerne. Aber wir fliehen davor. Tschüss. Volltreffer. Wir fliehen jetzt vielleicht davor. Es mag uns sehr, sehr gerne. Aber wir fliehen trotzdem davor. Dankeschön. Unbelievable! Gut, hier nehmen wir erstmal den Top-Belebel mit. Ich wusste, dass der hier ist, weil der ist einfach top. Und, okay, dann hätten wir hier alles erkundet. Ja, auf der rechten Seite. Jetzt immer schön rechts vor links, mesdames et messieurs. Weil wenn ein Auto da in euch reinfährt, wollt ihr da nicht schuld dran sein. So, hier sieht man doch, dass irgendwas ist. Ja, okay, X-Angriff. X-Angriff ist immer ein X-Angriff und von dem her, den nehmen wir halt schon in Anführungs- und Schlusszeichen gerne mit. Okay, hier, X-Abwehr, will der uns hier irgendwie... Pampros, brauchen wir dich hier? Also natürlich brauchen wir dich, um da rüber zu kommen, aber gibt es da irgendwas Interessantes da drüben? Ich bin mir unschlüssig und deswegen fliehe ich erstmal davor, weil... What the fuck? Ich dachte, das geht jetzt ewig so hin. Immer hin und her, hin und her. Gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, um unsere Ursula wieder ein bisschen hochzuheilen. Genesung tut gut. Genesen wir uns. Perfektissimo. Und dann... Nein, ruf keine Hilfe. Ruf, mach hier kein Massengangbang. Nein. So, Biris, okay. Lass mich bitte gehen. Ah, dankeschön. Sie hat nur Hilfe gerufen, weil sie sich mit Sobiris ein bisschen unterhalten wollte. Ach so. Der andere Weg ist nur, damit man dem Trainer entkommt. Wieso soll man dem Trainer entkommen wollen? Wir wollen kämpfen. Wir wollen zum stärksten Trainer dieser Welt werden. Und um zum stärksten Trainer aufsteigen zu können, müssen wir halt jeden anderen Trainer erstmal besiegt haben. Kabutops. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein reines Gestein-Pokémon. Aber Kabutops finde ich gar nicht mal so toll. Wir haben nur noch zweimal Aqua-Durchstoß. Ja gut, was soll ich machen? Ich muss Aqua-Durchstoß einsetzen. Gift-Tipp ist nicht sehr effektiv. Und, ja, sonst, keine Ahnung, Toxin wird mir zu lange dauern. Ich hoffe jetzt wenigstens, der Aqua-Durchstoß ist ein Two-Hit-Kill. Ich meine, Kabutops hat keine Verteidigung und trotzdem hat es das ausgehalten. Ey, das ist ja unglaublich. Was ist denn los mit der Pokémon? Erstmal, ey... Du hast wahrscheinlich nicht mal spezielle Attacken, mit denen du mich angreifen kannst. Von dem, was soll das, Kabutops? Also,
Vielleicht bereitet es mich schon mal vor für das nächste Pokémon, dass mich dieses dann locker flockig ausknocken kann. So viel dazu, du hast keine speziellen Attacken. Megasauger. Wow, das hat jetzt so viel gebracht. Ich muss übrigens Gift-Heap einsetzen, weil wir keinen guten Arco-Durchschuss haben. Aber Gift-Heap reicht auch aus. Wahrscheinlich auch wegen des Verteidigung-Drops. Munargoras. Was ist nochmal Munargoras? Wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht gerne habe. Ah, ja. Okidoki. Erstmal ein Toxin raushauen. Knirscher. Das sollten gut tanken. Perfektissimo. Und jetzt können wir ihn zu Todestorn. Ne, Ursa, muss ich echt sagen, ist jetzt vielleicht fürs Let's Play nicht das allercoolste Pokémon, aber an und für sich ist es fürs Spiel durchspielen richtig gut, weil es tankt fast alles so. Was hat's für, was gibt's für Attacken, die es sehr effektiv trifft? Elektroattacken, Pflanzenattacken sind neutral, Bodenattacken sind neutral. Ich glaube nur Elektro, oder? Oder kommt noch was? Ich setze nochmal eine Genesung ein. Weil, fuchte ich mich sonst zu Tode. Und dann nach diesem Zug werde ich nochmal Genesung einsetzen. Surprise, surprise. Wir können nur mit Gift-Heap angreifen. Und ich will jetzt auch nicht auswechseln. Weil, keine Ahnung. Ich will es einfach nicht. So, deswegen nochmal eine letzte Genesung. Dann sind wir entweder bei vollen KP. Wieso ist er jetzt langsamer als wir? Wieso? Haben wir einen Speed-Tie oder was? Oder hat er irgendwie eine Attacke eingesetzt? Ah, Drachenroute, okay, das hat er eingesetzt. Ich wollte gerade sagen, hat er irgendwie Brüller oder so eingesetzt, um uns wegzubrüllen, aber er hat Drachenroute eingesetzt. Ist fast so gut wie Brüller. So, okay, dann, hast du Sama vor dir? Ich hoffe, das gefällt dir besser, weil wirklich viel gegen Sama kannst du auch nicht ausrichten. Schattenfessel reicht hoffentlich aus. Ich weiß nicht, ich finde Sama von den ganzen Starter-Pokémon, also als Entwicklung, finde ich das noch immer am coolsten, definitiv. Nochmal eine Drachenroute. Er will allen unseren Pokémon ein bisschen Erfahrungspunkte gönnen. Das ist ganz nett von ihm. So, jetzt bist du gleich durch das Gift verreckt, sonst hätte er dich Eissiegel weggefetzt, du kleines, mieses Ding. Wir bekommen sogar relativ gute Erfahrungspunkte, fällt mir gerade auf. Und jetzt fällt mir auch auf, dass ich jetzt definitiv nicht mehr Ursula an erster Stelle haben will, sondern Cruel... Ich muss ja mit dem Touchpad verschieben. Wieso gibt es hier nicht einfach eine Option Tausch oder so? Was ist das Problem? Sondern ich muss es mit dem Touchscreen verschieben. Oder vielleicht kann man mit X oder Y oder so, kann man die Pokémon automatisch zum Wechseln auswählen. Kann auch sein, da will ich mich nicht beklagen. So, schauen wir uns hier rum. Die kriegt einfach in jedes dunkle Loch rein, was ihr da findet. Oh, hier brauchen wir Pampros. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich dachte, das wäre ein Secret. Oh nee, Moment, dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück hier. Dann gehe ich nochmal ganz, ganz geschwind zurück, Mesdames et Messieurs. Drei Pokémon. Ich glaube, Moment. Wir sind relativ weit im Spiel fortgeschritten, oder? Ja, doch. Ja, wir sind weit im Spiel fortgeschritten. Fällt mir gerade auf. Also, wie viele haben wir denn noch vor uns? Wir sind auf der vierten Insel. Das ist, glaube ich, die letzte Insel. Was fehlt denn da noch? Ja, die Pokémon-Liga, die gerade aufgebaut wird. Also, ist das die Siegestraße hier? Das wirkt so ein bisschen wie Siegestraße. Ist der Canyon von Pony die Siegestraße? Was ist das? Oh Gott, das ist jetzt dein Witz. Ja, das Problem ist, wir haben Gift und Kampf-Pokémon. Von dem wir die... Ah, gegen Gift-Pokémon ist der... Kampf-Pokémon. Gegen Psycho-Pokémon, wollte ich sagen, ist der Ursula auch nicht so tanky. Jetzt schicke ich trotzdem nochmal Cruella rein. Ich habe es mir irgendwie anders überlegt, aber gut, schlussendlich kann man da nichts machen. Okay, erstmal eine dynamische Maxi-Flamme. Meine Psychokinese sollte mir eigentlich hoffentlich aushalten. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hält Ursula eine Psychokinese aus? Sonst haben wir ein kleines Problem, weil das Ding fetzt uns gerade weg so ein bisschen. Das Problem ist, ich kann mich auch nicht mehr heilen. Ursula hat gar keine Attacken mehr. Von dem her, schauen wir mal. Hoffen wir mal, sie hält eine Psychokinese aus. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Eissiegel. Ich werde Eissiegel einfach hochheilen. Was soll ich machen so? Was soll ich machen? Okay, Beutel und wo haben wir denn hier was Schönes?
Das einfach normale Tränen sind trotzdem ein Problem. Weil man halt einfach. Ja, ich habe gar kein Unlicht-Pokémon. Unlicht-Pokémon wäre cool. Gibt's überhaupt Unlicht-Pokémon? Wieso ist Cruella nicht Feuer-Unlicht? Das wäre doch cooler als Unlicht-Gift. Vor allem, weil wir ja schon Gift-Pokémon haben. Und nicht ernsthaft. Okay, machen wir so. Sama, du musst kurz reingehen. Ich will jetzt mein Eisigenlicht 50 mal heilen. So, Sama, du musst reingehen. Erstmal einen Hit tanken. Dankeschön. Und tschüss, Sama. Das war ein schönes, kurzes Erlebnis. Jetzt nochmal Eisigel. Und Eisigel sollte jetzt hoffentlich endlich dieses eine Xatu besiegen. Und dann warten nur noch zwei Pokémon auf uns, die uns alle wegfetzen können. Ja, das ist super. So, Psychokinese, tankst du. Oh, locker, easy. Okay. Und Eissperr. Let's go. Triff genug oft. Nur dreimal. Nur dreimal musst du treffen, Eisigel. Nicht viermal. Du willst mich doch verarschen, jetzt ernsthaft. Und das, ey, komm, Leute. Special Defense Drop zum ersten. Dann wechsle ich extra aus auf Sama. Damit Eisigel nicht drauf geht. Und womit dankt es mir? Mit zwei Treffern. Zwei, das ist das Minimum. Ey, es trifft so gut wie jedes Mal nur zwei oder drei Mal. Das nervt schon ein bisschen, muss ich zugeben. Aber gut, jetzt triffst du wenigstens einmal. Oh, danke, Eisigel. Dankeschön. Wir haben es doch noch irgendwie hingekriegt. Unglaublich. Also, es ist wirklich unglaublich, finde ich. So, Eugene, Kangama. Gut, da können wir Eugene guten Gewissens reinlassen. Und, Kangama ist ein bisschen bulky, deswegen werde ich jetzt gar nichts riskieren. Aber wir haben sogar Nahkampf. Wir haben Nahkampf. Haben wir dadurch eine neue Z-Attacke? Schauen wir gleich mal. Und? Ne, ist auch fulminante Faustschläge. Ist jede Attacke fulminante Faustschläge? Wow! Wow, macht das viel Schaden. Alter Falter. Aber ich gebe, wie gesagt, kein Risiko ein, deswegen Z. Das solltest du aber auch aushalten, eigentlich? Uiuiui. Es macht viel zu viel Schaden. Viel zu viel. Aber jetzt, das ist fulminante Faustschläge mit Nahkampf. Bekommen wir dann trotzdem den Defense und den Special Defense Drop? Das, wäre mal interessant zu wissen. Obwohl, nee, bei Steigungssieb bekommen wir auch keinen Angriffsboost, oder? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall sollte es das Kangama auf jeden Fall nicht aushalten. Wie oft habe ich jetzt auf jeden Fall gesagt? Auf jeden Fall zu oft. Auf jeden Fall definitiv zu oft. Und ich muss sagen, ich komme hier gar nicht mal so gut voran, wie ich das gedacht habe. Ich dachte, wir fetzen hier durch den Canyon durch. Yugong. Das Problem ist, wir sind nicht schnell genug. Okay, mach ich es nochmal so. Zurück zu Eisigel. Für das Team Eisigel musst du jetzt auch aufkommen. Das war keine Rache dafür, dass du nur dreimal mit Eissperr getroffen hast. Ne, zweimal hat sogar nur getroffen. Und dann nehmen wir einen Hypertank und heilen Eugene auf. Wir haben nur noch einen. Also, jetzt wird Jugend uns wahrscheinlich. Es nimmt uns nicht mal raus. Okay, aber jetzt nach der nächsten Attacke wird es uns wahrscheinlich rausnehmen. Aber ich versuche trotzdem mal ein Eisenschild rauszuhauen. Schutzschild. Super. Es will stallen. Es will uns zu Tode stallen. Greifst du noch mal an? Wasserdüse? Die halten wir vielleicht sogar aus. Die halten mir locker aus. Okay, Eisigel, machst du ein bisschen Schaden? Nein. Er macht gar keinen Schaden. Okay, predicten wir den Schutzschild. Wir predicten den Schutzschild. Let's go. Perfektissimo. Das Problem ist, mit einem Schwertanz werden wir es jetzt trotzdem nicht rausnehmen. Auch wenn es uns jetzt angreift. Und auch, oder wenn Schutzschild fehlschlägt. Wir werden es nicht rausnehmen mit Eisschädel. Aber gut, wir haben keine andere Wahl. Es greift weiter an. Wir halten noch eine Wasserdüse aus. Das sollte kein Problem sein. Und, oioioi. Eissiegel, das ist wirklich nicht schlecht. So, wir greifen einfach an. Wenn er Schutzschild einsetzt, soll er halt machen. Ist alles okay. In der nächsten Runde muss er halt angreifen. Oder Schutzschild schlägt eventuell fehl. Und dann sollen wir es auch rausnehmen können. Also, die Kämpfe hier sind sogar relativ spannend, muss man sagen. Wasserdüse, solange es kein Crit ist, überleben wir das. Perfektissimo. Und damit halt Eissiegel tatsächlich, obwohl es geschwächt war, einen Jugong rausgenommen. Sehr gut. Danke dafür, mon ami. Erstmal Level 52 erreicht. Das ist supidupi. Und dann haben wir die gute Ute besiegt. Die gute Ute. Ja, witzig. Okay, gehen wir hier erstmal wieder zurück. Die Pokémon sind offscreen auch wieder geheilt worden und...
ist der Wegweiser. Ah, hier geht's weiter, verdammt! Ich bewundere dich, Volker. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Aber du hast ihn durchquert, ohne Probleme, Lilly. Diese Brücke ruft mir unsere erste Begegnung ins Gedächtnis, Volker. Ich hatte Wölkchen an mich genommen, doch mir fehlt das Selbstvertrauen, um es zu beschützen. Ich war einfach nicht in der Lage. Doch das war mein altes Ich. Die Lilly von damals gibt es nicht mehr. Yes! Den Hut von damals gibt es auch nicht mehr. Jetzt stürzt die Brücke auch wieder ein, oder? Und sie ist ganz mutig. Vor allem, wer baut solche Brücken ohne Geländer? Ist ja richtig gefährlich. Oh oh. Lilly, pass auf. Was sind das denn auch für Arschloch-Pokémon, mal ganz ehrlich? So, dann geht sie ja erstmal auf die Brücke drauf und sie greifen sie erstmal an, so. Wow. Oh nein. Lilly, keine Panik auf der Titanic. Es kommt ein Kapu, Zicki Picki und... Wow. Ha! Ich bin sowas von mutig! Ich ehrlich gesagt nicht. Hey, Volker! Volker, hast du das gesehen? Ich hab's ganz allein auf die andere Seite geschafft! Wow. Die waren ganz nett. Okay, ja, super. Das hast du in ein paar friedliche Klamauks hast du es geschafft. Eines Tages möchte ich werden wie du, Volker. Ich möchte an der Seite von Pokémon kämpfen und über mich selbst hinauswachsen. Ob ich schon so weit bin, diesen Schritt zu wagen? Es ist noch ein weiter Weg. Wie gemein. Und wie, das glaube ich. Hihi, danke. Also, ich glaube eher, es ist ein langer Weg, aber gut. Ja, okay, was hat die Blende jetzt? Und dein Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie einen Rast vertragen. Ich bin jetzt extra zurückgegangen, um mich heilen zu lassen, obwohl sie mich hier heilt. Ach Gott. Aber keine Sorge, ich habe nämlich genug Hypertränke, Beleber und Diäte dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. Hier geht's weiter, oder? Kann es sein, dass noch jede Menge auf uns wartet hier? Also, ich wusste jetzt, dass es hier weitergeht, aber es kann sein, dass da noch jede Menge auf uns wartet. Okay, die haben wir ja besiegt. Und hier ist dann wahrscheinlich halt einfach ein Ort, wo wir ein paar Items bekommen oder so. Schönes Pamidam, so muss ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine verdammte Nase mich umbringt. Sie bringt mich um. Wenn das kein Nasgenet macht, dann macht es meine eigene Nase. Eieiei, okay. Pampros, super. Ja, dann brauchen wir einmal in unserem Leben Pampros. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Gehen wir. Oh, hier ist. Ah, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied, wo wir lang gehen. Deswegen gehen wir hier lang, weil wir gegen die Trainer kämpfen. Komm doch auf mich zu! Wieso kommt sie nicht auf mich zu? Traust du dich etwa nicht auf diesen Dingen da rumzulaufen, Dingsy Bumsy? Du weißt schon. Okay, die gute Astrainerin hat zwei Flunkiefer. Ein Flunkiefer hat einen ausgeprägten Kiefer, müsst ihr wissen. Ist mir nie aufgefallen, aber hat Flunkiefer auch noch einen Mund dort bei den Augen? Also, wo man sich das normalerweise vorstellen würde? Oder ist wirklich nur diese seine Haarpracht sein wunderschönes Maul? Das weiß er gar nicht. Ich glaube, es hat noch einen Mund, oder? Das sind Fragen, die die Welt bewegen. Wieso berichtet darüber mal nicht, dass die Tagesthemen oder so? Heißt das? Doch. Moment, gibt es bei euch die Tagesthemen und die Tagesschau, oder? Was gibt's noch? Bei jeder Nachrichtensendung hat irgendwas mit Tag. Ja doch, es hat einen Mund. Ja, ja doch. Ich dachte, ich wüsste, dass es einen Mund hat, aber so richtig 100% sicher war ich mir da nicht. Snibuna können wir zwar auch mit Cruella besiegen, aber da schicke ich lieber Eisigel rein, um Eisigel nochmal die Chance zu geben, sich zu beweisen. Los, Eisigel. Ich glaube an dich. Ich wollte jetzt gerade die Z-Attacke machen, aber das können wir ja gar nicht mehr. Schade, schade. Schokolade. Trotzdem, oh ne, es übernimmt mich. Es übernimmt einfach meinen Angriff. Und ich hoffe, das hat dir gefallen. Snibuna, dankeschön dafür. So, Taser erreicht Level 52, obwohl Taser in diesem Part keinen einzigen Schlag gemacht hat. Es hat nur einen Hit getankt, beziehungsweise also nicht wirklich getankt. Das war halt das Problem. Und das war schon der Auftritt von Taser. Zauberschein. Oh, das ist zauberhaft. Sehr gut. Okay. Dafür hat sich der Umweg oder der Weg hierhin gelohnt. Fragezeichen. Oh, nee. Jetzt muss ich mir nochmal ein Pampros holen. Na gut. Was man nicht alles tut für einen Zauberschein.
Ah, ich hätte lieber einen Gesellenschein. Oder Gesellenbrief heißt es ja. Mit dem Gesellenbrief könnte ich überall... Dort könnte ich meine eigene Parfümerie aufmachen. Und ich würde, wisst ihr, in meinen Gedanken habe ich so eine Idee. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen abwegig ist. Und zwar würde ich gerne den Duft von Frauen einfangen. Also ich würde die Frauen gerne... Ich weiß nicht mehr genau, wie man das machen kann, aber vielleicht mit Wachs einwachsen und dann irgendwie so ihnen die Haare und alles mögliche, den Schweiß vom Körper schneiden und da das alles extrahieren und in ein Parfum reindrücken. Und das mache ich dann mit ganz vielen Frauen und dann habe ich den perfekten Duft. Haltet ihr das für eine gute Idee? Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es ein Durchbruch ist. Vielleicht sollte man das auch verfilmen. Oder erstmal ein Buch darüber schreiben. Das wäre doch... Erstmal ein Buch darüber schreiben wäre, glaube ich, ganz okay. Jetzt ist die Frage, wo wir den Felsen hinschieben müssen, dass wir uns nicht versperren. Ich würde das Buch irgendwie... Vielleicht könnte man das Buch das Parfum nennen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre eine gute Idee für ein Buch, findet ihr nicht? Und, ich brauche natürlich einen beziehungsweise einen Künstlernamen als Autor, weil ich kann mich ja nicht einfach Foka nennen. Foka ist ja mein Influencer-Dasein. Und wenn ich ein Buch schreibe mit dem Synonym, beziehungsweise mit dem Namen Foka, dann nimmt man mich ja niemand ernst, weil alle wissen, ich bin berühmter Influencer und das Buch verkauft sich nur, weil ich es halt geschrieben habe als Influencer. Deswegen muss ich mir einen anderen Namen ausdenken. Und da habe ich mir an sowas wie, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu seltsam ist. Hey, ich habe aufgehört zu schieben, wieso schiebt ihr es weiter? Aber was haltet ihr von Peter Sauertochter? Findet ihr das ist ein guter Name für einen Schriftsteller? Peter Sauertochter? Ja, ich finde. Ich hab Peter Sauertochter und Peter Salzigtochter. Da weiß ich nicht. Oh, verdammt, jetzt hab ich einen Denkfehler gemacht. Wieso Tochter? Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot, dass ich das nicht richtig hingeschoben habe. Okay, vergesst das nochmal. Wir fangen von vorne an. Ich muss mir einen Namen ausdenken, wie ich als Autor heißen will. Peter ist schon mal ganz gut als Vorname. Und das Nachname nehmen wir Sauer... Sauer Großeltern. Nee, das passt nicht. Ah, verdammt, das war eine Anspielung auf Patrick Süßkind. So. Und was ist das Gegenteil von einem Kind? Ist das ein Erwachsener, oder? Sauer erwachsen? Ich weiß es doch nicht. Denk doch was Eigenes aus. Alter, in meinen Gedanken war dieser Witz eigentlich ganz cool so, weil... Ja, aber dann hab ich's versaut schon mit... Ich hab gedacht, Kind und dann Tochter, das Gegenteil ist Tochter, aber Tochter ist das Gegenteil von Sohn. Und meine Gedanken, mein Kopf, er schmerzt, Leute, er schmerzt. Wenn man zu klug ist, dann schmerzt es halt einfach ab und zu mal. Ja, Foka, dann solltest du gar keine Probleme mit Schmerzen haben. Kein schlechter Konter, du x-beliebiger Kommentarschreiber in der Kommentarsektion. Damit hast du es mir wirklich richtig gegeben. Ah gut, was soll man machen? So, erstmal fliehen wir davor und ja, es ist so ein bisschen eine unangenehme Situation, wenn so ein Witz, den ihr vorbereitet habt. Ich hab's ja vor allem über mehrere Minuten vorbereitet. Oh, ich schreibe, ich hab da eine Idee für ein Parfum, bla 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 bla. Das Ding ist halt meine Nase, genau. Das Ding ist halt, ich weiß ja nicht, wie alt gerade die Zuschauer sind, die hier zuschauen. Und ich weiß auch nicht, ich sag jetzt mal, wie belesen die sind. Aber wahrscheinlich kennen die meisten von euch gar nicht das Parfum und haben deswegen diese ganzen Anspielungen und so nicht gar nicht verstanden. Hä? Achso, ich dachte schon, wo ist jetzt die Lücke denn hin? Deswegen könnte es eventuell sein, dass die meisten von euch die Anspielung gar nicht verstanden haben und deswegen das von vornherein gar keinen Sinn ergeben hat, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber gut, ich wollte es wenigstens probieren. Ich halte meine Zuschauer trotzdem noch für gebildet. I believe in you. Wobei, das heißt nicht, weil man viele Bücher liest und kennt, heißt es ja nicht, dass man gleich gebildet ist. Ich habe meine Zuschauer für belesen gehalten. Belesen und besonnen. Dafür halte ich euch. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. So, okay. Geht's hier weiter oder geht's hier irgendwo wieder zum Secret oder so? Sieht mir eher nach Secret aus. Und jetzt schlussendlich geht's dann doch weiter. Das ist immer so.
Man sucht erstmal so nach den Secrets und dann, hey, Miniras! Das ist dein Herz auf dem Kopf! Das ist, ich glaube, es mag uns. Ich mag dich auch, Miniras, aber ich gehe jetzt erstmal weg. War schön mit dir. Trotzdem, hat mir gefallen, unser kurzes Meeting. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. So, tatsächlich, ich hab's gewusst. Hier geht's doch niemals weiter. Das sagt das Spiel doch. Ich lese das Spiel. Ich lese es wie ein Buch, wo wir gerade bei Büchern sind. Und deswegen habe ich gewusst, dass es da nicht weitergeht. So, Machomai. Haben wir uns schon darüber unterhalten, ob es Machomai oder Machomai heißt? Ja, ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten haben, Leute. Alles easy peasy. So, was ist los mit dir? Hinterhalt! Oh, du hast mich von hinten angegriffen. Das gefällt mir gar nicht mal so gut. Wollen wir einfach den ganzen Canyon von Pony? Dauert das denn noch lange? Also wir haben schon über eine halbe Stunde, deswegen. Ich würde die Parts eigentlich gerne zwischen 30 und 40 Minuten lang machen. Also gerne ein bisschen länger, weil das Spiel sowieso nicht mehr aktuell ist, sage ich jetzt mal. Aber auch, damit wir es halt schnell durchkriegen. Weil, wenn ich sowas sage, klingt es halt so irgendwie so ein bisschen falsch. Aber ich sage uns ganz ehrlich, wenn ich das jetzt zu Release Let's Playen würde, dann würde ich die Parts nicht ganz so lang machen. Ich würde sie nämlich eher so um die 30 Minuten machen, beziehungsweise 25 bis 30 Minuten machen. Dadurch, dass das Spiel halt aber nicht aktuell ist, und ich auch in Anführungs- und Schlusszeichen schnell da durchkommen will, mache ich sie zwischen 30 und 40 Minuten, die Parts. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke in irgendeiner Dimension oder in irgendeiner Welt irgendeinen Sinn ergibt, aber weiß nicht, so handhabe ich es halt. Nicht bei allen Spielen, aber bei Pokémon finde ich schon, da passiert. Ja, damit wissen, man braucht diese Minuten auch, damit wenigstens was passiert. Bist du von Team Skull oder bist du. Nee, du bist eine Punkerin, oder? Aber ich war mir unsicher, ob sie kämpfen will oder ob sie einfach einen kleinen Flirt da mit mir erwartet. Also sie sieht nicht gerade so aus, als ob sie sich darüber freut, dass ich sie angesprochen habe. Deswegen können wir das, glaube ich, mit dem Flirt vergessen. Haben wir schon mal die Matschbombe gesehen, wie sie aussieht? Wenn nicht, dann sehen wir das jetzt. Eine wunderschöne Matschbombe in Irokex-Fresse. Oh, ich mag Irokex gerne. Irokex ist eins der allercoolsten Pokémon. Finde ich. Meine Meinung. Grimasse. Auch wenn es mir jetzt irgendwie Grimassen zieht. Ich finde trotzdem Irokex ein bisschen cooles Pokémon. Und jetzt einfach, weil mir Abwechslung so wichtig ist, jetzt einfach mal einen Flammenwurf. Weil mir Abwechslung so wichtig ist, bringt auf seinem YouTube-Kanal seit über einem Monat nur Pokémon-Content. Ja, Abwechslung ist mir sowas von wichtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Mesdames et Messieurs. Also jetzt, in letzter Zeit sage ich dieses Mesdames et Messieurs, aber auch viel zu oft. Wisst ihr, wenn man erstmal in so einem Film drin ist, manchmal habe ich den Genital-Film, manchmal habe ich den Jetzt gehen wir weiter und bleiben heiter-Film, manchmal habe ich eben den Mesdames et Messieurs-Film. Es gibt immer solche Phasen, wo ich es dann zu sehr ausreize, dieses Ganze, dass ich das bringe, so. Versteht ihr, was ich meine? Wenn es auch zu viel sein sollte, dann, dann könnt ihr mir das sagen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas daran ändern werde, aber ihr könnt es mir trotzdem sagen. Ich bin nett. Ja, ich bin nett, indem ihr es mir sagt, und es bringt absolut gar nichts. So, kämpfen wir einfach weiter mit Cruella, wieso nicht? Was ist das denn für ein Attacko? Tango? Was ist für eine Attacke eingesetzt? Ich habe irgendwie. Wahrscheinlich war es was völlig anderes, aber ich habe Tango gelesen. Es hat einfach ein Tango mit uns getanzt. Ja, der Tanz sah jetzt nicht wirklich aus wie Tango, aber. Ja, es war halt irgendwie ein Tanz, den es. Krebutak. Den es da ausgeführt hat. Dann, komm, damit Taser in diesem Kampf auch mal kämpfen kann. Ey, jedes Mal, wenn ich Taser sehe, sehe ich da irgendwo Psycho, dass es eine Psycho-Attacke hat. Und ich denke mir immer, was hat es denn für eine Psycho-Attacke? Und dann fällt mir immer wieder auf, oh, ist ja Agilität. So, aber Agilität wollen wir nicht einsetzen, sondern den Z-Donnerblitz. Ne, ist auch wieder eine Gigafunksalve. Okay, dann wollen wir keine Zeit vergeuden, sondern direkt mit dem Donnerblitz reinhauen. Das geht schneller, als wenn wir da die Z-Attacke einsetzen. Und reicht auch aus, um einen Krebutak zu besiegen. Also jetzt, der Part geht ja ewig lang. Die meisten haben sowieso schon nach. Die meisten haben gar nicht erst eingeschaltet. Das ist halt das Ding. Und die eingeschaltet haben, haben wahrscheinlich eh erst die ersten zwei Minuten gesehen und sich gedacht so, oh, ja, ist gut jetzt. Tschüss, Hoka. Ja. Was ich auch nicht übel nehme, so, also, wenn es einem nicht gefällt, soll man nicht zuschauen, so. Aber ich find's schade, das kann man so gut, kann man's gut ausdrücken. So, ich habe keinen Bock nochmal, diesem herzenslieben Pokémon zu begegnen. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Hier darf es nicht weitergehen. Oder, Udo,
Ich nenne dich einfach mal Udo. Ich hoffe, du heißt Udo. Das Ding ist halt... Ich möchte diesen Part jetzt nicht an dieser Stelle beenden. Weil es könnte eventuell sein, dass hinter der nächsten Kreuzung der Canyon vorbei ist. Und dann denke ich mir so, ah verdammt, wieso habe ich das nicht im letzten Part gemacht? Aber wenn jetzt der Canyon nochmal genauso lange geht, dann wäre es halt besser gewesen, wenn ich schon vorher ausgeschaltet hätte. Also den Part beendet hätte. Aber gut, ich hätte wahrscheinlich den Part dort beenden sollen, als Lilly gesagt hat, hey Fokka, ich heile nochmal dein Pokémon. Weil das war eigentlich der perfekte Zeitpunkt für so eine... Also entweder für so einen finalen Kampf, den man am Ende gegen die Rivalen auf der Siegestraße macht. Oder halt... Nein, keine Hypnose. Oder halt ja, eben für als Mittellinie. Und ich glaube, es war eher eine Mittellinie. Ich weiß es sogar ziemlich genau. So, okay, Sama, kannst du bitte aufwachen? Kann er uns überhaupt Willens lesen? Er kann unseren Willen lesen, aber kann es uns irgendwie Schaden zufügen? Eisattacken solltest du, glaube ich, keine haben. Unlicht wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay. Kampfattacken sind mir relativ egal. Aber wir schlafen einfach mal eine Runde. Wir ruhen uns ein bisschen aus. Wir veräppeln dieses Quapo. Es plustert sich vor uns auf, zeigt uns, ah, wir sind hier der große Makro und wir denken uns einfach, yo, easy. Wir schlafen erstmal eine Runde und dann sagen wir dir da einfach das Leben aus den Venen. Wie könnt ihr auch übrigens bemerken, dass Adern. Also, es gibt ja, wir haben ja Adern und wir haben ja Venen. Und jetzt, ne, auch damit ihr etwas lernt, damit ihr in diesem Part etwas lernt. Ihr habt schon etwas über Bücher gelernt, nämlich hier mit Patrick Süßkind. Das hat euch definitiv unterhalten und interessiert. Achso, das ist von einer Abkürzung, damit man nicht kämpfen muss. Jetzt lernt ihr, wie ihr auch merken könnt, ob die Venen zum Herzen hingehen. Also, die Venen sind ja Gefäße, das wisst ihr, in unserem Körper, die Blut transportieren. Und genauso wie die Adern. Und jetzt stellen sich die Leute Fragen, wie kann ich mir merken, was... Achso, das ist die Abkürzung, oder? Ja, das ist die Abkürzung. Warum machen wir die frei? Also, das könnte sein, dass wir jetzt am Ende des Canyons sind. Das würde mir sogar ganz gut gefallen. Also, wie merkt man sich, ob Venen oder Adern zum Körper, zum Herzen hingehen, also das Blut zum Herzen hin transportieren, oder ob sie es davon wegtransportieren in die ganzen Zellen raus. Weil ihr wisst schon, Blut wird durch das Herz pumpt, wird das ganze Blut durch den Körper gepumpt und versorgt die Zellen mit Sauerstoff und allem Möglichen. Das solltet ihr alle wissen. Und falls ihr auch, wie gesagt, wie lange mache ich die Einleitung? Also, Venen könnt ihr auch merken, vom französischen venir heißt so viel wie kommen. Das heißt, sie kommen zum Herzen. Herr Fokker, man könnte auch genauso gut sagen, venir, sie kommen zu den Zellen. Aber merkt es doch so, wie ich es auch gesagt habe. Sie kommen zum Herzen, weil alles kommt zum Herzen. Venir heißt kommen auf Französisch und venir schreibt man V-E-N-I-R. Schreibt man also ähnlich wie Venen, von dem her passt das ganz gut. Jetzt fällt mir gerade auf, habe ich vorhin Adern oder Arterien gesagt? Falls ich Adern gesagt habe, also falls ich Venen und Adern gesagt habe, meine ich natürlich Venen und Arterien, um das ganz schnell nochmal klarzustellen. Also nicht, dass ich euch hier was Falsches beibringe, Mesdames et Messieurs. Jetzt habe ich nicht nur eine Sache beigebracht, sondern ich habe auch gleich zwei Sachen beigebracht. Alter, wir lernen viel zu viel in diesem Part. Ich sollte Geld von euch verlangen, beziehungsweise von euren Eltern. Weil ich... Das ist... Ist das ernsthaft? Ladungsstoß? Wie cool ist das denn? Weil... Das ist Homeoffice. Ich bringe euch von zu Hause aus... Bringe euch auch was zu euch nach Hause bei. Oder schaut ihr dieses Video gerade irgendwo, wo ihr unterwegs seid. Vielleicht gerade in der Schule. Dann lernt ihr bei mir definitiv mehr als in der Schule. No offense und so, ne? Aber ich wollte es nochmal gesagt haben. So, wir lassen gleich mal Eugene drin. Ich hoffe, ich bin ein bisschen schneller als ein Lapras und kann es mit einem wunderschönen Nahkampf ausnocken, weil Nahkampf sieht so schön aus. Ah, perfektissimo. Danke, Eugene. Nach dem Angriffsboost sollte das definitiv reichen, um das arme kleine Lapras zu besiegen. Aber die haben coole Pokémon hier, muss man echt sagen. Also das sieht jetzt so langsam ein bisschen nach Ende aus, oder? It's the final countdown. Okay. Oder geht's da nochmal weiter? Sind wir jetzt beim Canyon von Pony und wenn wir da durch sind, geht's zum Beispiel erstmal in die Siegestraße nochmal rein?
Alter, hat jetzt jeder drei Pokémon. Obwohl der vorhin hatte... Wie viel hatte der? Der hatte keine drei. Der hatte weniger als drei. Irgendwas, was weniger als drei ist, ich weiß nicht. Was könnte weniger als drei sein? Also vier ist es auf jeden Fall nicht. Ah. Den Rest könnte ich auch dazu denken. Aeroas, das ist nicht so praktisch, muss man zugeben. Ich hätte lieber einen Ränkeschmied einsetzen sollen. Dadurch wäre Matschbombe nur... Alles. Okay, aber ohne Volltreffer wäre es kein One-Hit-KO gewesen, oder? Deswegen wäre... Ja, okay, ist ja egal. Es ist schlussendlich ein Volltreffer geworden und das ist mir ganz recht. Muss ich zugeben. So. Dann schicken wir mal... Ah, wieso habe ich eine Zahn reingeschickt? Weil Taser haben wir ja auch schon gesehen. Ich wollte Taser reinschicken, damit ich sagen kann, damit wir... Oh Gott! Es sieht so falsch aus! Es sieht so falsch aus! Violet, müsst ihr wissen, ist das allergrößte Pokémon, was es auf dieser Welt gibt. Außer es gibt in der 8. Generation neues Pokémon, was größer ist. Das könnte natürlich sein. Oder in der 7. Aber nach meinem letzten Stand war Violet das größte Pokémon, was es gibt. Und dementsprechend sieht es zwar hier schon relativ groß aus, aber es sieht trotzdem, dadurch, dass es das größte ist und so groß aussehen soll, sieht es im Vergleich zum Trainer halt einfach lächerlich aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. In den vorherigen Spielen ist das nicht so sehr aufgefallen, weil man kein Verhältnis zum Trainer hatte. Also der Trainer stand dann nicht direkt dahinter die ganze Zeit und hat einem so, ja eben so eine Relation gegeben, sondern man hat es einfach nur für sich gesehen. Aber so sieht das halt ja doch ziemlich lächerlich aus, muss man sagen. So, ich will nochmal Eugene reinchecken. Deswegen kann Eissiegel nochmal zeigen, was es drauf hat. Ey, wir sehen jedes Pokémon so ein bisschen. Mal ein bisschen Cruella, mal ein bisschen Ursula. Ne, Ursula haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Aber mal ein bisschen Eugene, mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das. Und Glaciola gefällt es gar nicht mal so sehr. Also, wir sind schon cool genug. Danke dafür. Auch der Volltreffer wird dir wirklich viel weiterhelfen. Und jetzt knock me the house. Perfektissimo. Aber ich muss auch sagen, je länger ich im Spiel drin bin, desto mehr Spaß bereitet es mir. Ich weiß nicht, wie es euch liegt, aber vielleicht liegt es auch wieder daran, dass ich wieder reinkomme in dieses ganze Pokémon-Ding. Am Anfang war es halt alles wieder ein bisschen neu für mich und es war halt auch wieder so, ja, dadurch, dass ich am Anfang ein paar Mal verloren habe, ging einfach ganz normal Training, aber was heißt ganz normal Training? Gegen diesen Captain da haben wir verloren. Oh Gott. 2, 3, 4. Ja, sehr gut, okay. Noctu, wir versuchen Sweep, ja, wir halten irgendeine Attacke aus. Es wird mich schon nicht mit einer Psycho-Attacke angreifen, oder? Deswegen Ränkeschmied, let's go. Perfektissimo. Ränkeschmied schon mal sehr gut. Und Noctu, Rückenwind. Oh Gott. Damit ist unser Plan vom Arsch. Wir können hier nicht durchsweepen, weil so ziemlich jetzt hier alles schneller sein werden als wir. Ja, Luftschnitt sollten wir trotzdem aushalten. Kriegen wir wenigstens das Noctu down. Falls es sich jetzt eventuell dazu entscheiden sollte, nicht anzugreifen und der Rückenwind... Ah, wir haben abgewehrt! Cruella! MVP Cruella, let's go! Cruella hat Bock auf den Sweep. Dann lassen wir sie am besten drin und geben ihr wenigstens die Chance, den Sweep durchzuführen. Auch wenn der Rückenwind ist noch nicht vorbei. Und Libeldra... Nee, das ergibt gar keinen Sinn, gegen Libeldra drin zu lassen. Wir können weder mit Flammenwurf noch mit Matschbombe wirklich viel Schaden machen, weil Libeldra beide diese Attacken resistiert. Dafür hingegen können wir mit Eissiegel ganz gut Schaden machen und falls es irgendwie Erdbeben oder so hat, sollten wir eine Attacke zumindest aushalten. Ja. Okay, komm schon, Eissiegel! Okay. Ja, das habe ich jetzt so nicht erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Hältst du denn eine Attacke aus, Eugene? Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Das kann ein bisschen Drachenstoß. Oh, ja. Also wenn Eishammer daneben gehen würde. Wenn Eishammer daneben ginge, hätten wir dann noch irgendwie eine Chance gegen. Ja doch, ja, Sama könnte. Ja doch, Sama könnte schon noch rechnen. Okay. Lushoking, aber trotzdem, das ist. Okay, damit jetzt wir endlich mal wieder Cruella sehen. Ja, stimmt, ich habe ja noch Ursula. Mit Ursula hätten wir es auch noch richten können. Ah, gut, sei es jetzt drum. Also gegen die Belter meine ich. Lushoking ist schon okay mit Sama. Erstmal eine schöne Laubklinge reindrücken. Und hoffen, dass es genug Schaden macht. Perfektissimo.
Und schauen wir, was das letzte Pokémon ist. Mesdames et Messieurs, wir machen weiter und bleiben heiter, denn das ist genital. So, Gengar, Gengar, Gengar. Ja, komm, lass mir Ursula einfach drin. Ursula, Sama. Klar kann es uns sehr effektiv treffen, aber wir können es genauso gut sehr effektiv treffen mit einer Schattenfessel, beziehungsweise Schatten, Pfeilregen. Und ich puppe halt mir aus, oh, perfektissimo. Und falls der Regen nicht ausreichen sollte, wovon ich nicht ausgehe, können wir trotzdem noch Tiefschlag einsetzen, um, ja, das Gengar auszunocken. Alter, der Part wird noch eine Stunde lang. Der Part wird noch eine Stunde lang. Unbelievable. Eigentlich habe ich heute noch Sachen vor. Aber jetzt will ich auch diesen Canyon beenden. Der Canyon muss fallen. Oder so. Ich weiß nicht. Ich nehme ziemlich lange auf. Von dem her, nehmt mir das nicht übel. Mit dem Monsieur. So. Ich hoffe jetzt wirklich, dass der Canyon vorbei ist, weil, falls jetzt der Canyon nicht vorbei sein sollte, obwohl es sieht so aus, als ob er vorbei ist, weil es halt so nach Ende aussieht mit diesen ganzen drei Trainern am Ende. Doch, es müsste eigentlich zu Ende sein, weil da ist ja auch eine Barriere, oder? Und Lilly, halt nochmal meinen Punkt. Uff, Laufen ist nicht wirklich meine Stärke, entschuldige. Puh, bis zum Podium ist es nicht mehr weit, Foker. Lass mich deine Pokémon heilen. Yes! Dankeschön dafür, Lilly. Ein Trainer ist auf seine Pokémon angewiesen. Je besser es ihnen geht, desto mehr Abenteuer kannst du mit ihm bestehen. Wollen wir noch zum Podium gehen? Ja, wieso nicht? Oh, nee, wir machen das im nächsten Part. Auf den altertümlichen Steinmonument ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Vor dir liegt eine Art der Prüfung. Dazu ist es nur derjenige erlaubt, die tapfer genug sind, sich den Herausforderungen der Prüfungsstätte zu stellen. Fehlt dir der Mut, dem Herrscher dieser Stätte entgegenzutreten, so sei klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinem Pokémon zu vertrauen, so schreite fort. Eure Verbundenheit wird eure Stärke zeigen. Es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend eine Art der Prüfung. Möchtest du dich an der Prüfung versuchen? Nein. Das machen wir definitiv im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Wir bleiben unter einer Stunde. Sehr gut. Damit kann man sich das ruhig mal in der Mittagspause geben, dieses Video. Mal kurz vor zwischendurch, so ein kurzes Foka-Video. Ist doch völlig okay. Wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part geht's weiter mit der Prüfung. Bis dahin, schönen Tag noch. Alles Gute und tschüss.